Ja, vielleicht komme ich dazu, das rauszuschneiden. Aber es ist halt immer. Ich hoffe, man hat da überhaupt dafür Verständnis. Also ich glaube schon, weil ihr müsst euch vorstellen, ja, ihr seid beim Schneiden und ihr habt einfach 2 Stunden Aufnahmematerial oder selbst 1 Stunde oder selbst 30 Minuten sind schon viel und ihr müsst da im Prinzip was rausfiltern oder raussuchen, was 5 bis 10 Sekunden lang geht und ihr habt ja in dem Audiospektrum etc. habt ihr ja halt kein Zeichen. Also jetzt Leute, die schon ein bisschen schneiden etc. wissen genau, was ich meine. Dann kann man das halt nicht. Man könnte sich natürlich die Zeiten und sowas aufschreiben, aber ja, das müsste man ja halt auch wiederum live in der Aufnahme machen und die Zeiten sich alle zu merken. Vor allem, wenn man halt gerade noch spielt und so weiter, ist das halt alles sehr stressig und man möchte halt einfach aufnehmen, einfach zocken, so, ja. Wir sind einfach normale Zocker hier. Genau, Gamer definieren. Ich bin normalerweise, das wollten wir ja gerade noch, das habe ich noch nicht zu Ende gelabert. Wenn ich was anfange zu labern, möchte ich das gerne zu Ende labern. So, jetzt ist meine Frage der Fragen, wie wir das Dach machen und leider bin ich überhaupt kein Dachdecker. Ja, wer hätte es gedacht? Nee, aber, ich hab's echt nicht mit den Dächern drauf. Deswegen habe ich jetzt schon Angst. Naja, gut, auf jeden Fall Gamer definieren. Also, ich bin halt so ein Mensch, ich zocke nie. Ja, ihr habt gehört, ich zocke echt nie. Einerseits habe ich dafür einfach keine Zeit. Und das Einzigste, also, wann ich überhaupt zocke, ist echt nur in den Aufnahmen. Ich zocke sonst nie. Okay. Zugegeben, ich teste manchmal Spiele an oder so weiter. ob man die auch für Let's Play etc. nehmen kann. Was wollte ich mir jetzt eigentlich machen? Genau, ich weiß, was ich machen wollte. Ah, wir haben doch draußen auch eine Werkbank. Mensch, Kevin. So. Machen wir das mit Eichenholzstufen? Also hier die Decke. Ich glaube schon, ja. Aber ich glaube, 42 reichen da jetzt nicht zwangsläufig. Ich mache mir jetzt einfach nochmal hier einiges an Holz. Mal so ein Stäckchen. So, dann mache ich einfach mal so. Und dann, ich weiß nicht, wie viel brauchen wir denn noch? Okay, da kommen wir schon auf den Stack. Ach komm, machen wir einfach so. Na, wenn wir ein paar zu viele haben, ist das jetzt auch nicht so schlimm. So, hier haben wir noch ein paar Steine. Wir brauchen aber nicht so viele Steine mehr, ne? Deswegen nehme ich hier mal ein paar raus. Ah, Moment mal. Dann machen wir jetzt hier nochmal zack, zack. Wobei, ich nehme die Kohle mal raus. Und dann soll er nochmal so viele Steine brennen, wie er es hinkriegt. Hinkriegt. So, damit wir die restliche Kohle nicht verschwenden. Vor allem, weil er gerade eine Kohle schon nachgehauen hat. So, mal kurz was snaggen. Gut. So, erstmal die Decke. Das ist ja jetzt noch nicht so eine Herausforderung, aber ich habe Angst vor das Dach. Vor das Dach? Ich habe Angst vor das Dach. Nee, das ist nicht richtig, ne? Das ist doch grammatikalisch nicht korrekt. Ja, also Gamer definieren. Was ist genau ein Gamer? Das frage ich mich jetzt gerade echt irgendwie, weil eigentlich, okay, ich war mal so ein richtiger Zocker, weißt du, so nonstop zocken, auch privat. ich habe auch damals 24 Stunden Livestreams gemacht und das irgendwie alle paar Tage. Aber nicht, das war nicht irgendwie so eine Herausforderung oder angekündigt, das ist halt einfach so passiert. Einfach mal so 24 Stunden durchgezockt. Einfach mal so. Vor allem, wenn man dann naja, eine gewisse Community hat und das sind einfach geil. Also, wenn man mit Leuten. Also, alleine könnte ich niemals so einen 24-Stunden-Stream machen. Nee, meistens natürlich mit Gästen etc. Wenn ihr darauf Bock habt, dann sagt's mir. Könnte ich mal machen. Aber das könnte dann erst ab Januar losgehen. Weil momentan habe ich nicht mehr so gutes Internet. Ich habe damals mal eine 100K-Leitung gehabt. Das waren schöne Zeiten und wir haben jetzt schon keine Slabs mehr. Oh, heilige Scheiße. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass sie so schnell alle sind. Aber so ein richtiger Gamer ist ja eigentlich, dass man ja echt. Naja, das. Naja, ich weiß nicht. Ist ein. Naja, kann ich ja jetzt nicht sagen. Ja, das ist echt irgendwie eine schwierige Frage. Ist ein Gamer ein Gamer, weil er oft und viel zockt? Oder ist ein Gamer einer, der gut zocken kann, aber nicht zwangsläufig sehr viel zocken muss dafür, als um ein Gamer zu sein. Oder bin ich jetzt schon ein Gamer, der eigentlich nicht so oft zockt, nur so 2 bis 3 Mal in der Woche wegen Aufnahmen und so, Let's Plays. Und
Ja, wäre ich schon ein Gamer? Bin ich ein Gamer? Ich weiß es nicht. Also, weil... ich muss das... Gibt es irgendwie auf Wikipedia eine... Dings? Ich wollte gerade sagen, uns gefällt genau ein Slap. Aber wir haben genau eine Slap über. Gut. So, soll ich mal hier ausleuchten, bevor wir hier Besuch bekommen? Ja, wobei, wir können tatsächlich auch in die Mitte machen. Tja, ich bin einfach der beste Architekt der Welt. Einfach alles synchron, wollte ich schon sagen. Symmetrisch. So. Mach ich mal 1, 2, 3, 4. Naja, wobei. 2, 4. Machen wir in 4 Abständen? Ich weiß nicht. Einerseits brauche ich wieder Fackeln. Ja, machen wir so. Dann 2, 4, zack. 2, 4, zack. Ist das jetzt 4? Ja. Da haben wir Draht 3. Ich glaube, da muss ich so machen. Wobei, das passt einfach überhaupt nicht. Das kann nicht passen. Glaube ich. Wenn wir gleich sehen, werden wir es ein bisschen anders machen. Nee, passt nicht. Aber das kann man so machen. Es muss ja jetzt auch nicht perfekt sein. Das machen wir später wahrscheinlich dann mit diesen Glowstone-Dingern. Wobei, wir könnten das in 2er Schritten machen. Ich glaube, das würde passen. Aber gut, hier machen wir aber mal 2er. So. Oh, das, wobei, hier ist jetzt ein 3er. Aber egal. Glas, genau, Glas. Das brauchen wir noch. Hier haben wir noch keine Scheiben, ne? Jo, haben wir nicht. So, es wird schon wieder Abend. Und die Bäume sind nachgewachsen. Ich weiß gar nicht, habe ich die da hingepflanzt, um die zu fällen? Oder einfach nur, damit es schön aussieht? Ne, weil eigentlich soll ja später noch was anderes hin. Genau, so eine Baumfarm können wir ja auch machen. Genau, ich habe das, glaube ich, gemacht, weil die Bäume hier nicht ganz so in der Nähe sind. Kann ich schon pennen? Genau. Und dann trinke ich nochmal ganz schnell einen heimlichen Schluck. Ganz heimlich. So, hat man überhaupt nicht gehört, oder? Ich weiß nicht, wie das mit dem Mikrofon hier ist, weil das ist echt... Deswegen liebe ich ja Großmembran-Mikrofone. Oder mit so einer Charakteristik-Dings-Gedönse. Ich weiß gerade selber nicht genau, wie das heißt. Also mein Mikrofon nimmt alles auf, was von vorne kommt. Das feiere ich halt. Also echt so, was jetzt von hinten kommt, jetzt hier, das hier. So, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit so auf dem Monitor gemacht. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Mit Hintergrundmusik glaube ich nämlich nicht. So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Ich wollte Glas machen. Glas, 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 klar. Okay, ich glaube, wir haben echt noch keinen Sand. Ich habe doch irgendwann mal Sand abgebaut. Wofür habe ich Sand abgebaut? Nee, warte mal. Ich habe doch nicht Sand. Hä? Verstehe ich nicht. Habe ich echt kein Glas? Das Ding ist, Glas sieht man auch immer so schlecht. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass wir uns schon mal Glas gebrannt haben. Und auch irgendwie schon mal Sand abgebaut haben. Und deswegen irgendwie bin ich jetzt, weiß ich nicht, hä? Aber scheinbar nicht. Haben wir eine Schaufel? Wir haben eine Schaufel. Okay, dann holen wir uns mal ganz kurz von unserem Strändchen ein bisschen. Ah, wobei, was ich davor mache, ich aber noch mal ganz kurz eine kleine Ernte. So, ich glaube, danach sollten wir genug Zuckerrohr haben. Ich kann heute schon nicht mehr reden. Es tut mir leid, es ist schon wieder in der Nacht. Man merkt das vielleicht. Aber was ich sagen wollte ist, naja, so ganz in der Nacht, das ist jetzt auch noch nicht, dass wir hier einfach immer mehr von dem Zuckerrohr anpflanzen, und dann haben wir einfach irgendwann so viel, also, ich meine, wir haben jetzt, was weiß ich, wie viel haben wir jetzt? 30, so. Wenn ich das da hinten am Strand so ganz lang weiter platziere und das hier alles wächst und da hinten alles wächst, dann haben wir irgendwann stackweise Zuckerrohr und das sollte für eine Ewigkeit reichen, also, wenn wir das ein bisschen länger über ein paar Folgen ernten, dann kommt da einiges bei rum. Deswegen wollte ich das jetzt gerade mal ernten, wenn wir jetzt schon auf dem Weg dahin sind. So, hier sind die Schafe. Das ist aber echt, das sieht es echt einfach nicht scheiße. Man hat es ja vorhin gesehen auch, von oben und so weiter. Man kann hier echt viel, viel Geiles draus zaubern. Vor allem halt die Schafe und halt die Schlucht und so weiter. Alles hier so nebeneinander. Die Schafe sind natürlich praktisch halt am Anfang gewesen, wegen dem Bett, wegen Essen einerseits auch. Hört sich ein bisschen blöd an, ist aber so.
Leider. Und ja, wir können halt später eine Farm machen. Das ist natürlich auch geil. So. Ich pflanze jetzt erstmal ganz kurz hier das Zuckerrohr an. Zack, 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 zack. Bei Sand, auf Sand, bei Sand, auf Sand wächst es ja auch noch schneller. Sollte zumindest so sein. Kann ja auch sein, dass das irgendwie seit den neuen Versionen vielleicht geändert wurde. Ich weiß nicht. Aber ich glaube schon, ne? Sollte alles noch so sein wie vor. Also ich glaube, es gab jetzt bei Minecraft echt keinen Rückschritt sozusagen. Also keine Rückentwicklung. Also was man eine Entwicklung oder ein Update, was man damals mal gemacht hat. Sozusagen noch Mojang. Also als Mojang noch Mojang war sozusagen und ich von Microsoft gekauft wurde. Ich meine, Mojang gibt es ja immer noch. Nur die Firma an sich ist ja einfach nur gekauft worden. Und gehört jetzt sozusagen. Also ist jetzt sozusagen ein Zweitunternehmen von Microsoft. So, einmal den Sand hier einsammeln. Dann müssen wir ja gleich brennen. Hilfe, ich brenne, ich brenne. Ich bin im Wasser und ich sage, ich brenne, ich brenne. Macht Sinn. Okay, das war jetzt echt einfach eine unnötige Anmerkung im Let's Play. Naja, gut. Dann Holz haben wir ja noch einiges. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir uns da schon mal ein paar Treppen und so weiter machen, weil ich glaube oder ich glaube nicht. Ich bin davon fest überzeugt, dass ich so ein Dach mache, was so ein bisschen so zwei Blöcke übersteht. Und halt mit Treppen, ne? Man könnte es auch mit Slabs machen, aber das sieht halt später nicht so gut aus, finde ich. Mit Treppen ist es halt geiler, vor allem, weil die Treppen sich ja jetzt so verbinden. Also das ist jetzt nicht eine Neuerung. Die gibt es schon ziemlich lange. Das kenne ich auch schon lange, sehr lange, ist locker schon seit 2 Jahren, ne? Oder wenn es sogar 3 Jahre. Oh, genau, lief da nicht sogar schon das Minecraft-Let's Play von Gronkh noch? Boah, also das alte Let's Play. Gronkh ist einfach krank, ne? Der hat jetzt schon wieder ein zweites Minecraft-Let's Play, was schon wieder 600 Parts fast hat. Das ist, nee, sorry, der hat doch einfach einen weg. Ist nicht böse gemeint, ich feiere ihn, ja? Aber das ist echt, nee, ich weiß nicht, was soll man dazu noch sagen? Der hat fast 2000 Folgen Minecraft. Ein Fünftel, ein Sechstel besteht, okay, ein Fünftel, ein Sechstel ist gar nicht mal so viel, aber also bestehen seine ganzen Videos auf seinem Kanal aus Minecraft. Na gut, er hat noch mehrere Minecraft-Videos, ne, nicht nur dieses Let's Play hat er. Ach, Joa. Ich glaube, wir sollten jetzt hier nicht 10 Stunden warten. Aber so viel Sand brauchen wir ja jetzt, so viel Glas brauchen wir jetzt auch nicht. Weil ich will ehrlich gesagt keine Glasblöcken nehmen. Ich möchte Glaspanes nehmen. Also diese Scheiben. Mache ich hier so eine Dreier-Dings rein? Ich glaube schon. Ich möchte immer schön viele oder schön große Fenster haben. So ein halbes Panoramafenster, einfach weil es geil ist. Voll mit dem Shader etc. Und dann hat man hier auch eine gute Beleuchtung. Und dann scheint hier immer schön die Sonne rein. Finde ich einfach geil. Finde ich einfach cool. Finde ich einfach cool. So, 2 haben wir da und da. Okay, da kann man kein Fenster mehr reinmachen. So 2, dann könnte man hier so ein 2er-Fenster machen. Ich weiß nicht, ich guck mal ganz kurz, wenn man jetzt hier 3 Abstand nimmt. Ich mache einfach mal ganz kurz als Test. Das können wir ja gleich noch alles wieder fixen. Dann muss ich mir das jetzt hier nicht im Kopf merken, die ganzen Zahlen. So, also ich sehe schon, das passt nicht. Wenn wir jetzt hier einen 3er Abstand hätten, irgendwie ist das blöd, finde ich. Also man könnte so, dass man vielleicht, ich weiß nicht, 3er Fenster oder sowas macht. Ich baue jetzt hier gerade einfach, ohne nachzudenken. Ich könnte es wesentlich einfacher machen, anstatt einfach irgendwie zu bauen. Einfach im Kopf rechnen sozusagen. So, hier hätten wir jetzt 2 Abstand und da hinten haben wir locker 3 Abstände, ne? Ja. Mit 3er Fenstern. Wie kann man das denn jetzt regeln? ich hätte da rein theoretischen Plan. Also wir machen einfach, zack, zack, haben wir da 3. Hier haben wir 2 Abstand, da auch. So, und hier haben wir so ein Dingsfenster. Also mein Plan war ja jetzt eigentlich, dass wir,
wenn ich das jetzt dazu mache, dass wir jetzt hier zwei Vierer haben und ein Dreier. So, drei da, drei hier. Und hier müsste man ja auch irgendwie drei haben. Also, so. Ja, das ist das nicht jetzt eigentlich schon richtig? Drei Abstand da, drei Abstand da, drei Abstand da und drei Abstand da. Ja, perfekt. Warum habe ich das denn vorher nicht hingekriegt? Na gut, vorher haben wir zwei Abstände genommen, aber drei Abstände gefällt mir sogar noch mehr. Ich glaube, wir brauchen doch recht viele Scheiben. Jetzt habe ich gerade schon wieder verpeilt. Wir können ja aus 42 Glas wesentlich mehr Scheiben machen als 42. Weil wir die ja sozusagen durchschneiden. So mache ich mal jetzt 20. Ich mache mal jetzt hier so ein bisschen Sand raus. Die Kohle nehme ich auch raus. Raus die Maus. Neue Rezepte verfügbar. Schau in dein Rezeptebuch. Ja, das wissen wir ja. Können wir einfach mal machen. So, wir haben ja jetzt mittlerweile schon einiges an Rezepten gefunden. Was ich halt gerne schon mal haben möchte, wäre ja irgendwie so. Ich möchte mich ja so ausrüsten. Also schon eine Diamantrüstung und sowas hätte ich halt gerne. Aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit. Normalerweise, okay, wenn wir direkt uns darauf konzentrieren würden, also so straight jetzt das Spiel durchzuspielen, was ja mein Ziel ist, ich möchte alles irgendwie mitnehmen und so weiter, möchte ich gerne in jedem Spiel halt. Ich sollte jetzt mal hier erstmal die Scheiben machen, bevor hier noch ein Creeper rein spaziert. Machen wir so. 16, 32, ach komm, machen wir so. So, ich möchte ungern zu viel vercraften. So, da haben wir noch vier Scheiben jetzt und... Achso, ich habe nur einen Dings gemacht. Okay, dann nehme ich immer das Sand wieder weg. Mit. So, wir könnten uns rein theoretisch nochmal Scheiben machen. Oh, es wird gleich schon wieder Abend. Oder Nacht. So. Leider sind die nicht so connected. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, dass es beim Chroma Hills unterstützt wird. Muss ich mal irgendwann mal hier demnächst in den Einstellungen mal nachgucken. So, ich hoffe, das sieht im Gesamt, Dings im Allgemeinen halt recht gut aus, weil hier haben wir halt Dreierfenster und da Vierer. Hier fehlen uns auch noch ein paar Fenster. Aber hier habe ich das immerhin mit den Abständen jetzt hingekriegt. Ich möchte schon gerne alles symmetrisch haben. Klar, ich weiß, vielleicht bin ich einer der... Okay, ich bin nicht der Einzige. Ich kenne viele, die das auch so haben wollen, immer symmetrisch. So, erstmal kann ich das jetzt hier alles abmachen. Und so, hier können wir dann gleich unser Bett reinspacken.